Jürgens Mutter, Ma Anne, die eigentlich Marianne heißt, ist mit ihren fast 100 Jahren ein echtes Phänomen. Jede Woche bäckt sie ihren Butterkuchen nach einem uralten Rezept. Eine Frau Meier aus Medingen hatte mal so einen schönen Butterkuchen und sagte uns von dem Öl und von dem Ei da drin. Und das habe ich dann nachgemacht. Dieses Butterkuchenrezept ist seit vielen Jahren unverändert. Für den Vorteig hat Tante Ma Anne Hefe, Butter, Zucker und etwas Salz in warmer Milch aufgelöst und verrührt alles mit dem Mehl, in das sie vorher Öl gibt. Am Ende streut sie noch Mehl und Zucker über den Teig und stellt ihn eine Viertelstunde zugedeckt an einen warmen Ort, damit er später schön locker wird. Ma Annes Geheimtipp: am besten noch ein Kissen drauf, damit es der Teig schön warm hat. Meine Schwiegermutter hat immer die besten Butterkuchen gebacken. Und dann gab das so am großen Tisch von dem Butterkuchen, immer von meiner Schwiegermutter. Ma Anne macht diesen Butterkuchen schon so lange, da sitzt jeder Handgriff aus dem FF. Der perfekte Hefeteig. Meine Nase juckt. Der Teig ist gut aufgegangen und Ma Anne verteilt ihn auf dem eingefetteten Backblech mit der eingemehlten Teigrolle, wo er dann noch einmal kurz gehen darf. Und damit er im Backofen schön gleichmäßig bäckt, drückt Ma Anne an den Seiten den Teig aufs Blech an und sticht dann mit der Gabel auch noch Löcher hinein. Dann kommt ordentlich weiche Butter auf den Hefeteig. 7 Hände voll Zucker kommen hier jetzt drauf. Gemischt mit einem Päckchen Vanillezucker. Bei 200 Grad im vorgeheizten Backofen muss die süße Pracht nun 20 Minuten backen. Inzwischen ist auch der Butterkuchen fast fertig. Tante Ma Anne streicht den ofenwarmen Kuchen mit Eigelb und Sahne ein, damit er appetitlich glänzt. Den Butterkuchen lässt sie noch kurz abkühlen, bevor sie ihn aufschneidet und ihrer Nichte Sabine serviert.